Also die ÖVP, muss ich sagen, hat ja wirklich gerade auch im Innenministerium eine Meisterleistung vollbracht. Aber nicht nur das, sehr geschätzte Damen und Herren, bitte vergessen Sie auch nicht diesen ganzen Corona-Tanz, der uns da angetan wurde. Uns allen, wie wir inzwischen wissen, dass das jeglicher wissenschaftlicher Evidenz bare war, die Tests eine enorme Fehlerquote gehabt haben. Das hört sich zwar jetzt nicht viel an, 2%, aber wenn man das hochrechnet auf die riesigen Mengen an Tests, die da gemacht worden sind, weiß man auch, wieso es überhaupt eine Pandemie bei uns gegeben hat. Die waren nur am Reißbrett vorhanden. Und mit diesen falschen Zahlen hat man die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Die Verfassungsministerin, vergessen Sie das nicht, ist mit Impfdrohungen gekommen. Wenn Sie geimpft sind, dann haben Sie eigentlich in Österreich gar kein Aufenthaltsrecht. Das sind unsere Politiker. Also wie heruntergekommen kann die Politik eigentlich noch sein? Speziell die der ÖVP. Machen wir ein bisschen weiter an der ÖVP. Was hat sie noch besonders gut gemacht? Ja, wie Ihnen aufgefallen ist, den letzten Zeit oder überhaupt, ja, oder auch wenn Sie ein Stückchen weiter zurückschauen und immer regelmäßig verfolgen, ja, wie geht es denn den Firmen so teilweise? Oder lesen Sie regelmäßig, da schon wieder eine kaputt, dort schon wieder eine kaputt. Ja, mich wundert es nicht, weil die Firmen sind nämlich mit den Corona-Hilfen nämlich sozusagen schachmatt gesetzt worden eine Zeit lang, haben sie zurückgelegt, haben sie gefreut, dass sie Geld kriegen. Nur die Wirtschaft hat ja nichts gemacht in der Zeit. Das heißt, das Geld, das die bekommen haben, ist ein Schuldenberg. Mehr nicht. Es wurde nirgendwo anders erwirtschaftet. Und der Schuldenberg hat sich dann natürlich auf den Schuldenberg, den Österreich schon lange hat, nochmal als ein Rucksackerl draufgelegt. Dann sind noch unnötige Kriege dazwischen gekommen, wo wir zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar beteiligt sind, Geldleistungen, Europäische Union und so weiter. Und dann wissen Sie auch, wieso wir so eine Mordstrominflation gehabt haben. Und auch dieser Aktionismus im Energiesektor hat vornehmlich dazu beigetragen, dass Österreich zurückgefallen ist, was die Wirtschaftsdaten treffen. Aber besonders schlimm, das hat jetzt mit Österreich kurz einmal nichts zu tun, ist es in Deutschland, nämlich dem Wirtschaftsmotor Europas. Das ist kein Wirtschaftsmotor mehr, das hat sich zu einem Entwicklungsland zurückentwickelt, sehr geschätzte Damen und Herren. Jetzt wissen wir dann auch insgesamt, wie es um die EU besteht. Aber wie gesagt, über die Außenpolitik wäre dann vielleicht noch ein bisschen zu sprechen kommen. Zur ÖVP fällt mir sicher auch noch einiges ein. Ja, die SPÖ wird auch nicht so einfach davon kommen. Aber Robert, ich würde jetzt bitten, unseren Robert, dass er ein paar Worte sagt. Magister Robert Marschall, Kandidat Bundespräsidentschaft, hat auch viele Unterschriften gesammelt, hat es leider nicht geschafft. Initiator unzähliger, erfolgreicher, das muss man auch betonen, Volksbegehren, weil schaffen nicht alle die 100.000er Hürde, bleiben dann irgendwo stecken. Also das hat er gemacht, er ist genauso wie wir. Ein Freund der Demokratie, aber nicht der Demokratiesimulation, die wir jetzt haben. Und deswegen herzlichen Dank, Robert, dass du gekommen bist. Darf ich dir das Mikrofon geben? Dankeschön. Danke auch, dass ich hier sprechen darf. Heute am Wahltag der Nationalratswahl. Da möchte ich meine Worte ein bisschen über die Wahlkommissionen und Wahlleiter nützen. Wir würden uns ja alle eine ordnungsgemäße Wahl wünschen. Zu diesem Zweck braucht es unbefangene, unparteiische Wahlkommissionen und einen unbefangenen, unparteiischen Bundeswahlleiter. Wer ist der Bundeswahlleiter von Österreich? Das ist der ÖVP-Innenminister Gerhard Karner. Gerhard Karner ist auch Spitzenkandidat der ÖVP in Niederösterreich. Wie kann jemand, der für die ÖVP kandidiert, ÖVP-Innenminister ist, ein unabhängiger Bundeswahlleiter sein? Das kann ja gar nicht funktionieren. Meines Erachtens dürfte Gerhard Karner eben nicht Bundeswahlleiter sein,
Er hat seine Funktion nicht rechtzeitig zurückgelegt. Aus meiner Sicht ist es bereits ein erster Wahlanfechtungsgrund dieser Nationalratswahl. Und ich hoffe tatsächlich, dass es auch so eine Wahlanfechtung geben wird. Nicht von mir, sondern von einer Kleinpartei. Es gibt verschiedene Gründe, es gibt sogar viele Gründe, warum diese Nationalratswahl angefochten werden sollte. Der nächste Grund ist, auch die Wahlkommissionen sind nicht unbefangen und unparteiisch besetzt. Genau genommen sind diese Wahlkommissionen sogar durch und durch parteipolitisch besetzt. Da ist nämlich kein einziges Kommissionsmitglied unparteiisch. Wie werden diese Wahlkommissionen besetzt? Die werden im Verhältnis des Wahlergebnisses der letzten Wahl besetzt. Das heißt, die Parteien im Nationalrat haben sich das so ausgedacht, dass die Wahlkommissionen eben durch die parteipolitischen Vertreter, man kann auch sagen Parteisoldaten, vertreten wird. Also in Wirklichkeit auch diese ganzen Wahlkommissionen sind abzulehnen, weil eben unbefangen. Und überlegen wir uns, was passiert denn dann, wenn es jetzt eine Wahlanfechtung zu dieser Nationalratswahl 2024 gibt? Dann kommt diese Wahlanfechtung zum Verfassungsgerichtshof. Wer ist der Präsident des Verfassungsgerichtshofs? Der Herr Grabenwarter von der ÖVP. Jetzt kann man sich überlegen, ja, wie soll denn der ÖVP-Grabenwarter, Verfassungsgerichtshofspräsident, darüber entscheiden, ob diese Nationalratswahl ordnungsgemäß durchgeführt wurde oder eben nicht. Das heißt in Wirklichkeit, wir haben da einen ÖVP-Sumpf, der reicht vom Nationalratspräsidenten Sobotka bis zum Bundeskanzler Nehammer bis zum Verfassungsgerichtshof Grabenwarter. Der hat übrigens seinen Job aufgrund eines geheimen Side-Letters der ÖVP mit den Grünen bekommen. In diesem geheimen Side-Letter, der nachher dann veröffentlicht wurde, wurde eben bekannt, dass der Grabenwarter den Job aufgrund dieser Kartellvereinbarung zwischen ÖVP und Grünen bekommen hat. Also das sieht man, der Sumpf ist durchgängig. Der Sumpf geht auch weiter beim ORF. Wer ist der ORF-Generaldirektor? Da weiß man, auch ÖVP. Das heißt, es ist überall ÖVP drinnen. Von Gewaltentrennung keine Spur in diesem Land. Und die Gewaltentrennung sollte es ja eigentlich geben, laut Bundesverfassung. Das heißt, offensichtlich wird die österreichische Bundesverfassung mehrfach gebrochen und der darüber entscheiden sollte, nämlich der VfGH-Präsident oder das Verfassungsgericht insgesamt, die sind genauso befangen und treffen diese Entscheidung nicht und deshalb geht dieser Sumpf genauso weiter wie bisher. Damit sind die Chancen auf Veränderung derzeit einmal nicht allzu groß, obwohl sich beim Wahlergebnis schon einiges ändern wird. Wenn man den Wahlumfragen glauben darf, dann wird die ÖVP mehr als 10% verlieren. Mehr als 10%. Ja, aber was wird sich dadurch ändern? Wahrscheinlich wieder nichts, weil die ÖVP entweder Erste bleibt oder ganz knapp Zweite wird. Das heißt, es kommen schwere Zeiten auf die österreichische Demokratie deshalb zu, weil wir ja gar keine Demokratie mehr haben. Demokratie heißt Volksherrschaft und nicht Parteienherrschaft. Volksherrschaft. Und wie kann diese Volksherrschaft am besten umgesetzt werden? Durch Entscheidungen des Volkes. Die heißen in Österreich Volksabstimmungen. Ja, und die letzte Volksabstimmung, die ist schon lang her, die hat es unter Bruno Kreis gegeben. Seitdem hat sogar die SPÖ verlernt, was Volksabstimmungen heißt. Gut, also schauen wir mal, wie die Nationalratswahl tatsächlich ausgeht. Ich nehme an, es wird eine Wahlanfechtung geben, vielleicht sogar mehrere. Dann wird das Ganze beim Verfassungsgerichtshof landen. Da wird es vermutlich eine öffentliche Sitzung geben, gibt es aber nicht immer, aber manchmal gibt es es doch.
und dann kann man sich ja live vor Ort anschauen, wie die Verfassungsrichter dann diese Wahlanfechtung abwickeln werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also nochmal Frau Magister Kotterer, unsere Juristin, Spezialist für Verfassungs- und Verwaltungsfragen, wird Ihnen jetzt ein bisschen was berichten zu dem Thema. Was ist eigentlich Demokratie oder nicht, oder wie sieht sie das? Bitte schön. Also vielen lieben Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ich habe mich so gefreut, euch heute zu sehen. Wir haben es kurzfristig eben angekündigt und online gestellt. Und ja, wir waren jetzt lange gemeinsam auf der Straße, jahrelang. Und haben eine Zeit durchgestanden, die wir nicht gedacht haben, dass wir sie je erleben werden. Und ja, diese Verbindung zwischen uns ist eine sehr, sehr herzliche, dass wir auch in schweren Zeiten zusammenstehen. Ich weiß nicht, ob ich gleich zu diesem schrecklichen Thema übergehen soll, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Wenn alle untreu werden, dann tröstet mich der Schein der Sonne. So habe ich es mir heute gedacht. Sonne ist die von mir und dem Leo gegründete Partei, die auch bei dieser Nationalratswahl versucht hat, anzutreten. Ja, und das Thema dieser Versammlung, das angezeigte Thema ist Sonne, allgemeines, gleiches, direktes, allgemeine, gleiche, direkte Nationalratswahl 2024. Die Idee zu diesem Thema kommt aus unserer republikanischen, demokratischen Verfassungsgeschichte. Sie ist 1918 ausgesprochen worden, als die Parteien zusammengekommen sind nach den Schrecken, nach dem Blut und nach der Zerstörung, nach dem Niedergang Europas im Ersten Weltkrieg und dem Niedergang Österreichs und eine neue Verfassung beratschlagt haben und besonders erst einmal ein neues Wahlrecht. Wie wollen wir hier in diesem neu erstandenen Österreich, ausgerufen von den Parteien der deutschsprachigen ehemaligen Kronländer, wie wollen wir hier in Österreich gemeinsam wählen? Es ging damals um die Wahl der provisorischen, also um die provisorische Nationalversammlung, um die Wahl der konstituierenden Nationalversammlung. Und da wurde das vom Berichterstatter über dem Ausschuss für eben Verfassung, für Wahlrecht, da wurde so berichtet: Wir wollen ein allgemeines, gleiches, direktes Wahlrecht. Und dieses Ansinnen ist bis heute gültig. Nur leider, die große Trauer von mir und auch die große Besorgnis unserer österreichischen Republik hier im Herzen dieser Stadt Wien, wo 1848 hier gleich in der Herrengasse die Revolution für Demokratie, für Parlamentarismus vergleichsweise friedlich stattgefunden hat. Auch damals, 1848, ging es um die Mitbestimmung des Volkes, dass das Volk zu entscheiden hat und so viel wie möglich, alle Leute, damals war das Thema, wir alle, die Arbeiter, die Studenten und auch die Adelige. Wir sind hier zusammengestanden, 1848, mein Großvater, glaube ich, ja, war da und hat verhindert, dass weitere Opfer zu beklagen sind, außer Graf Latour, dem Verteidigungsminister. Er hat sich dafür eingesetzt, dass diese Revolution eine friedliche bürgerliche Revolution im weitesten geworden ist. Alle Freiheitsliebenden,
Kräfte in Österreich haben sich hier verbündet. 1918 stand diese Bewegung im Mittelpunkt für die Schaffung der Republik und für die Schaffung eines Gerechten, eines Gleichen, eines Allgemeinen und eines direkten Wahlrechts. Doch die, wie sie damals zusammengestanden sind, 1848, diese Einheit konnte nicht gefunden werden. Die Jahrzehnte dazwischen haben die politischen Lager getrennt und gegeneinander aufgebracht. Und diese Zwistigkeiten über ein allgemeines, gleiches und direktes Wahlrecht haben die Blöcke und Bünde in der Ersten Republik zum Bürgerkrieg befeuert. Es war nicht so sehr die Streitigkeiten über eine demokratische, republikanische Verfassung. Es war nicht so sehr der Konflikt über ein Grundgesetz, über Grund- und Freiheits- und Staatsbürger- und Menschenrechte. Nein, es war der Zwist und der Konflikt um das Wahlrecht. Wer hat das Sagen? Und die große Schande 1919, aber vielleicht auch noch viel mehr 1920 war, dass ein Wahlrecht, ein allgemeines Wahlrecht, wie es 1907 ein allgemeines gleiches Männerwahlrecht geworden ist und geschaffen werden konnte, dass dieses allgemeine Wahlrecht der Republik nicht ein allgemeines und gleiches und direktes Wahlrecht war. Es waren die Parteien, die sich ihre Macht gerichtet haben. Sie haben die Republik ausgerufen und sogleich die Macht in dieser Republik an sich gerissen. Es war eine neue Form einer ständischen, ich sage auch feudalistisch anmutenden Kurienherrschaft. Genau das, was 1907 mit dem Männerwahlrecht überwunden geglaubt war, wurde bei der Wahl der konstituierenden Nationalversammlung in Österreich wieder eingesetzt. Wer waren denn diese Leute, denen sich die Sozialdemokraten verschrieben haben? Oder die Volkspartei? Oder die Deutschnationalen? Genauso wie wir es jetzt haben. Die Sozialdemokraten, sie haben um die Stimmen der Arbeiter geworben, der Flüchtlinge, der Vertriebenen, der Besitzlosen. Mein Großvater selbst, er war ein Vertriebener. Heute ist es Tscheche. Er war der erfolgreiche sozialdemokratische Zukunftskandidat. Ja, und wie war es? Ja, vielleicht auch eben andere kleine Arbeiter oder so, halb Selbstständige, also Arbeitende, kleine Handwerker. Jedenfalls, wer waren die anderen? Es waren bei der Volkspartei, es waren die Bauern, es waren Gewerbetreibende, kleine Gewerbetreibende, Unternehmer, aber auch Industrielle. Na und wer war dann bei den Deutschnationalen? Viele Vertriebene aus Tschechien, viele Vertriebene aus dem Osten. Es waren die Freiberufler. Die Freiberufler, die Anwälte, die Architekten. So ähnlich wie die Struktur heute ist. Aber im Grunde, wenn wir es sozial oder wenn wir es gesellschaftlich betrachten,
ist es eine Form einer ständischen Aufteilung. Und so ist diese Form, die wir in einer Monarchie überwunden haben, die Form der Teilung der Gesellschaft in Gruppen, in Kurien, in Besitz und Besitzlosigkeit, in der Wiege unserer Republik grundgelegt worden. Es ist ein Gift, das unsere Gesellschaft teilt und spaltet. Und dieses Gift des Miteinanders, das es vergiftet, haben wir heute an diesem Wahltag zu spüren bekommen. Es ist fortgetragen worden seit 1918. Das Gift des Klassenkampfs, das Gift der Spaltung und der Teilung unserer österreichischen Gemeinschaft. Ja, ich hoffe, dass wir dieses Miteinander, das 1848 hier in der Herrengasse gefunden wurde, zwischen Menschen jeglicher Herkunft, jeglicher sozialer Stellung, jeglicher gesellschaftlicher Stellung, jeglicher persönlicher Orientierung, wie wir auch sagen, Hautfarbe oder wie auch immer, persönlicher Vorliebe. Dieser Zusammenschluss für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für Parlamentarismus, für Freiheits- und Grundrechte, diese Gemeinschaftlichkeit der Österreicherinnen und Österreicher, die wollen wir hier erreichen. Ich glaube, dass unsere Republik anders nicht glücklich sein wird, dass die Menschen dieser Republik ohne die Gemeinschaft von uns allen, ohne Trennung und Spaltung nicht gut leben werden kann und nicht zum Wohlgedeihen der Menschen hier weiter bestehen wird. Wir sind in einer schwierigen Lage in Europa, nicht nur in Österreich, wo der Krieg immer näher rückt und wo unsere Machthaber sich einseitig auf Seiten der Kriegstreiber geschlagen hat. Doch jetzt ist unsere Situation noch viel gefährlicher als im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Weil diese Waffen, die wir jetzt haben, über diese Waffen, die wir jetzt verfügen auf dieser Welt, sie würden alles Leben dieser Welt zerstören. Deshalb ist das Miteinander der Österreicherinnen und Österreicher genauso wichtig wie das Miteinander der Europäerinnen und Europäer und wie das Miteinander aller Menschen dieser Welt. In Frieden und Freiheit und nicht in Diktatur. Es ist eine Lüge, dass diese ideologischen, parteilichen Bewegungen des 20. Jahrhunderts Frieden gebracht haben und Freiheit und Wohlergehen der Menschen und Völker. Es war ein Weg des Truges der Moderne, der bunten, glitzernden Bilder in immer schnellerer Wechselfolge. Aber viele Menschen in Österreich haben erkannt, dass wir diesen bunten Bildern und diesen Fake News, wie es doch heißt, bei der Werbung, der Wahlwerbung der Stadt Wien, dass wir uns unsere eigene Überzeugung bilden. Und die machen wir im analogen, im direkten Aufeinandertreffen. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist ein bisschen lang. Ja, aber es ist ganz wichtig. Diese Wahl ist keine freie, geheime, direkte, allgemeine, gleiche, persönliche Wahl, so wie es im Artikel 26 Bundesverfassungsgesetz drinnen steht. Diese Wahl ist unfrei. Diese Wahl ist ungleich. Diese Wahl ist nicht direkt. Die Parteiobleute, sie sind eine Art Wahlmänner geworden,
Auf Listen, auf das Listenwahlrecht bin ich ja gar nicht eingegangen. Es ist kein direktes Recht. Wie war es 1907? 1907 ist der Wähler vor die Wahlkommission getreten und hat aus freien Stücken den Namen gesagt, des Kandidaten, welchen er die Stimme gibt. Das ist eine direkte Wahl. Keine Briefwahl. Wo ist die Kommission? Keine Listenwahl. Wo ist der direkte Wählerwille? Wo ist der direkte Wille des gewählt zu werdenden? Das aktive und das passive Wahlrecht ist unteilbar und untrennbar miteinander verbunden. Das geschieht nicht und das ist in dieser Form nicht möglich. Wie gesagt, die Parteiobleute sind eine Art Wahlmänner geworden, so wie die Kurfürsten heutzutage. Die modernen Kurfürsten an Zahl ganz ähnlich wie im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, was so viel in den Medien gestanden heute ist. Von den Untreuen und den Treuen in diesem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Wie auch immer. Ein Lied, das millionenfach seit dem Zweiten Weltkrieg gesungen wurde, ist just am Tag vor der Nationalratswahl 2024 einigen Extremismusexperten aufgefallen. So viele Jahre sind verstrichen. Welche großartige Entdeckung. Oder sind es vielleicht die Fake News? Die Experten, die in Österreich das Sagen haben, die wissen, was das Parlament zu denken und zu entscheiden hat, was die Regierung umsetzen muss und eben, was die Richter absprechen sollen. Es sind offenbar wirklich nicht die Wähler, die aktiven und die passiven Wähler, sondern es sind eben diese sich immer einfindenden Experten. So wie in der Corona-Zeit, da waren ja auch so viele davon um uns. Sie haben uns alles vorgegeben. Sie haben uns eingesperrt. Sie haben uns körperlich Anweisungen gegeben. Es waren die Experten. Und das sind eben die Politikexperten. Doch ich glaube an die Bürger, an die Staatsbürger. Sie wissen am besten, was sie zu wählen haben und wie sie sich ihre Meinung bilden. So gesehen war die Fake News Meldung und Werbung der Stadt Wien ja eine brauchbare. Wir haben hier am Tag vor der Nationalratswahl 2024 ein gutes Anwendungsbeispiel. Ja, und die Wahlanfechtung, das ist so eine Sache. Wir haben ja auch die neue Art, dass diese Kurfürsten ja dann einen Wahlvorschlag machen können, wenn einige ihrer Mannen und Getreuen im Nationalrat diesen Wahlvorschlag durch ihre Unterschrift unterstützen. Sehr gleich. Nationalratsabgeordnete wiegen tausende Nicht-Nationalratsabgeordnete Österreicher auf. Außerdem, wie ausgesprochen direkt diese Wahl ist, wenn sie doch vom Ergebnis der letzten Wahl sozusagen abhängig gemacht wird. Also die, die schon mal gewählt haben, können sich sozusagen für die nächste Wahl schon richten, dass sie wieder dabei sind. Die Gleichheit ist ja vollkommen evident. Wo sind da die Fake News Experten und Expertinnen? Ja, also ich glaube, wir sprechen über diese Dinge. Und wie Robert gesagt hat, es wird eine Wahlanfechtung geben. Wir haben es nicht möglich gehabt, dass uns Nationalräte unterstützen. Wir sind nicht am Stimmzettel gestanden. Aber viele
alle eigentlich von euch, die hier stehen, viele, haben uns unterstützt. Und ich bedanke mich für euren Mut. Und ich hoffe, dass wir bald einmal am Stimmzettel stehen. Und meine größte Hoffnung im Moment ist, dass der Verfassungsgerichtshof mal diese Anfechtung nicht zurückweist. Weil die vorige Anfechtung der Wahl zur Europäischen Union, zum Parlament der Europäischen Union, die wurde leider in ganz seltsamer Argumentation zurückgewiesen. Ja. Mit einem Hinweis auf Randziffern, wo da nichts drinsteht, diesbezüglich nichts auszulesen ist, mit einem Hinweis auf Verfahrensmöglichkeiten, die nicht bekannt sind, die aber gleichzeitig mit der vorigen Anfechtung auch zurückgewiesen wurden. Also einerseits Zurückweisung dessen, aber andererseits Zurückweisung auch des anderen Weges. Also eine sehr wenig begründbare oder nachvollziehbare Entscheidung. Auch wurden Dinge angenommen, die nie vorgebracht wurden. Also wir wissen nicht, woher der Verfassungsgerichtshof diese Nachrichten hat, dass Dinge angenommen werden in einem Verfahren, in einem Wahlanfechtungsverfahren. Der Verfassungsgerichtshof ist ja Wahlgerichtshof, auch in erster Instanz. Und an und für sich ist es seine Aufgabe, in diesem Fall auch über Tatsachen zu entscheiden, sie festzustellen, zu entscheiden. Also es ist sehr erstaunlich, dass dort Tatsachen, die nie vorgebracht wurden, eben dann als erwiesen abgesprochen wurden. Ja, also ich hoffe mal auf ein anderes Verfahren, auf ein gerechtes Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Wir hoffen noch immer ein bisschen darauf, auf unseren Rechtsstaat, auf unsere Demokratie, auf unseren Parlamentarismus. Und ich hoffe sehr, dass ich mich heute Abend freuen kann, dass die Bürgerinnen und Bürger eine weise Wahl getroffen haben und auch die nächsten Tage einer hoffnungsvollen Woche entgegenblicken kann. Vielen lieben Dank, Martin. Als Ergänzung zu der Wahlanfechtung, da kann ich euch einen Punkt mitgeben, den ihr bei der Wahlanfechtung mit einbringen könnt. Und zwar ist der Stimmzettel zu dieser Nationalratswahl nicht rechtskonform. Warum das? Schaut euch einmal an, wer in der Spalte 1 drinsteht. Da steht eine Partei drinnen, die es bei der letzten Wahl noch gar nicht gegeben hat. Da steht die Liste Karl Nehammer, die Volkspartei drinnen. Die hat es letzte Wahl noch gar nicht gegeben. Bei der letzten Wahl hat die geheißen Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Das heißt, es ist offensichtlich schon aufgrund des Namens, dass diese neue Liste Karl Nehammer, die Volkspartei, eben gerade neu errichtet wurde und damit eben eine neue Partei ist. Und wo stehen neue Parteien am Stimmzettel? Ganz hinten, nicht in Spalte 1. Jetzt könnte man sich mal überlegen, wer ist für diese ganzen falschen Stimmzettel verantwortlich? Der Bundeswahlleiter. Und wer ist der Bundeswahlleiter? Der Karner, ÖVP, Innenminister und Spitzenkandidat im Land Niederösterreich. Da sieht man, wohin diese ganze Befangenheit führt. Und jetzt könnte man natürlich noch hinterfragen, naja, Befangenheit, wieso ist denn das so schlecht? Ich kann euch nur ein einfaches Beispiel mitgeben, da wird es jeder verstehen, was das Problem der Befangenheit ist. Nehmt es einmal an, es gibt ein Fußball-Derby Rapid gegen Austria. Und Rapid stellt den Schiedsrichter. Da wird jeder Fußballfan mitkriegen, das kann nicht gut gehen, das kann kein faires Match werden. Deshalb muss der Schiedsrichter immer von einem anderen Verein oder am besten von gar keinem Verein sein. Ja? Es kann nicht sein, dass ein Anhänger von Austria oder Rapid oder vielleicht sogar ein Mitglied der Schiedsrichter ist. Und genau das passiert hier bei der Nationalratswahl. Und zwar sowohl beim Bundeswahlleiter als auch beim VfGH-Präsidenten Grabwarter, der ist nämlich auch von der ÖVP. So funktioniert es nicht, aber wahrscheinlich, das, am,
leichtesten zu verstehen ist, ist die Diskrepanz beim Stimmzettel. Alle Stimmzettel waren falsch. Warum? Weil die ÖVP in der ersten Spalte gestanden ist, statt in der letzten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.